Hollywood ist zu Gast in Wien, aber die Seitenblicke sind schon in Hollywood, wo am kommenden Sonntag zum 89. Mal die Oscars verliehen werden. Die Straße ist schon abgesperrt, der Verkehr liegt lahm. Man merkt schon so dieses Brodeln der herannahenden Oscars. Von ihrem Apartment hat Österreichs Hollywood-Export Ina Alice Kopp einen guten Blick auf das, was sich dort abspielt. Heute ist der letzte Tag der Stimmabgabe. Ab dann stehen die Oscar-Gewinnerinnen und Gewinner fest, doch nur zwei Anwälten sind die Namen bekannt. Und Überraschung, die verraten sie uns nicht. Als großer Favorit wird jedenfalls das Musical La La Land gehandelt. Für manche Insider ist das überraschend. Ich persönlich fand, da gab es einige, die stärker waren. La La Land ist aus einem mir persönlich unerfindlichen Grund extrem gehypt. Vielleicht liegt es ja am gewaltigen Werbebudget, denn wie auch bei anderen Wahlen hat in den USA oft der die Nase vorn, der sich seine Kampagne was kosten lässt. Also je höher die Investitionen in der PR-Kampagne, in der Wahlkampagne im Vorfeld, desto größer die Wahrscheinlichkeit zu gewinnen. Hier steht er mit dem Preis, der Toni Erdmann, und sagt Danke. Den österreichischen Filmpreis zum Beispiel haben Toni Erdmann und sein Hauptdarsteller Peter Simonischek ja schon gewonnen. Sonntagnacht könnte auch noch ein Auslands-Oscar dazukommen. Ich würde auf jeden Fall Daumen drücken, dass allein schon der Patriotismus gebietet das und natürlich der Stolz, dass ein österreichischer oder deutscher Film es hier überhaupt ins Rennen schafft, das finde ich immer ganz großartig und mitfiebernswert sozusagen.